Adrian, eure Beziehung, die war ja ziemlich vorbelastet, bevor ihr hierher gekommen seid. Es gab da einen Fehltritt deinerseits. Den hat sie dir bis heute nicht verziehen. Mhm. Verstehst du das? Ja, klar kann ich das irgendwie nachvollziehen. Ja, ist scheiße. Ich habe Reue gezeigt. Und mir wurde es so kommuniziert, dass sie es verziehen hat, aber nicht vergessen. Aber wenn man mir sagt, ich hab's verziehen, dann sollte man eigentlich auch das Kapitel mal zumachen und das Buch weiterschlagen. Es ist auf jeden Fall nicht das einzige Kapitel für sie. Da gibt's noch ein paar mehr Themen. Gib mir nicht das Gefühl, dass ich mehr Eier habe als du und dass ich die stärkere Person bin als du. Und es ist in unserer Beziehung einfach so. Er ist ein sehr emotionaler Mensch und ich nicht. Ich bin einfach nicht so dieser Mensch, dass ich dir 1 Million Mal sage, wie toll ich dich finde und so weiter und so fort, weil ich lasse es nicht ganz anders spüren. Ich habe immer so dieses Gefühl, dass seine Mama mich nicht so aufnimmt, wie sie tut, dass sie mich aufnimmt. Sehr eifersüchtig. Wenn er bei mir war, ich schwöre, die Anfangszeit, da hat sie sich Sachen einfallen lassen, damit er nach Hause, wenn man nach Hause kommt. Das ist gelogen, ja, was labert die? Da hat sie auch mir in den Kopf geworfen, ja, du liebst meinen Sohn nicht, du bist nur mit ihm zusammen wegen Geld und Fame. Und ich denke mir so, oh mein Gott, er hat nichts gesagt. Also, du kannst doch deine Mutter nicht so mit mir reden lassen. Das geht gar nicht. Ich wäre aufgestanden, ja. Ich sag, da ist die Tür raus. Ja. Das ist großer Quatsch, Alter. Bist du gerade wütend oder enttäuscht? Ich bin enttäuscht, dass Rebecca so ekelhaft über meine Familie redet. Dass sie Sachen einfallen lassen, damit er nach Hause kommt. Und ich bin enttäuscht, dass ich es einfach nicht früher erkannt habe. Jeder im Umfeld von mir hat es mir schon von Anfang an gesagt. So, Adrian, bist du dir eigentlich sicher? Ja, ich liebe sie. Das war immer meine Antwort. Und das, was ich da sehe, keine Ahnung, wer das ist. Also, kein Plan. Ich bin sehr gespannt, was du zu den folgenden Bildern sagst. Alter. Wenn du mir das Gefühl gibst, ey, du willst mit mir tanzen, dann komm auf mich zu. Ist doch scheißegal. Mann, hab ich doch. Nee, hast du ja nicht. Nimm meine Hand und komm. Hör auf zu schmatzen. Ich weiß nicht, ich nehm den Apfel gleich. Oder nimm dich, du siehst selber aus wie ein Apfel. Würdest du auch gerne reinbeißen? Gerne. Aber ich kann mir das nicht geben. Ich schwöre Gott, ich kann mir das nicht geben. Viel geht gar nicht. Viel zu viel, Digga. Also, ich habe jetzt verstanden, warum wir hier sind. Warum? Sie will mir einen reinwürgen für das, was ich damals getan habe. Ich verstehe, okay, Fremdgehen ist ekelhaft. Aber sie braucht mich jetzt nicht mein Leben lang dafür büßen zu lassen. Ich habe Reue gezeigt und eigentlich ist das Thema schon gegessen. Sie will dir schaden. Ja. 100%. Du hast ihr damals geschadet. Ich habe von Anfang an gesagt. So klar. Da fehlt nicht mehr viel. Na, habt ihr auch schon Feuer gefangen und wollt nicht mehr länger warten? Kein Problem, hier geht's zur ganzen Folge. Hier gibt's noch weitere Leckerchen nur für euch kredenzt. Und hier gibt's das Abo, was ihr unbedingt da lassen müsst, damit ihr nichts mehr verpasst.